Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal etwas über die Baba Vanga, die Seherin Vanga, erzählen. Baba Vanga, die eigentlich Evangelia Pandeva Gucerova heißt und im ehemaligen Osmanischen Reich in Ostromotscha auf die Welt kam und in Bulgarien gelebt hat, war damals der Nostradamus oder die Seherin Bulgariens. Ein bisschen etwas über die Baba Vanga. Ihre Eltern waren arme Bauern. Die Mutter starb leider sehr früh. Als Vanga 12 Jahre alt war, zogen die verarmten Dimitrovs von Strunica nach Novo Selo, heute Nordmakedonien oder Mazedonien, dem nahegelegenen Heimatdorf des Vaters, und lebten im größeren Familienverband. Dort wurde sie mit 13 Jahren in einem Wirbelsturm schwer verletzt. Und trotz medizinischer Behandlung verlor sie zunehmend ihr Augenlicht, bis zu ihrer völligen Erblindung im Alter von 16 Jahren. Dieses Ereignis wird gemeinhin als Auslöser ihrer visionären Erfahrungen angesehen. Während eines zweijährigen Sanatoriumsaufenthalts im Zentrum bei Belgrad erlernte sie für Haushaltsführung nötigen Fähigkeiten wieder. Ab ihrem 18. Lebensjahr führte Vanga das familiäre Hauswesen und zog ihre Schwester auf, da die Stiefmutter kurz zuvor gestorben war. Und als dann 1940 auch der Vater starb, ging es der Familie zunehmend sozial schlecht. Und nach Aussagen von Verwandten gab sie an, dass sie mit Heiligen kommuniziere. Wie ihre Visionen begannen? Bei ihrer ersten öffentlich gemachten Prophezeiung Anfang April 1941 offenbarte ihr angeblich ein strahlender Reiter in mehreren Visionen, dass bald schreckliche Dinge geschehen würden. Am 6. April begann der Feldzug der deutschen Wehrmacht gegen Jugoslawien, zu dem dieser Teil Makedoniens damals gehörte. Und es wird berichtet, dass Vanga sich in der darauf folgenden Zeit stark verändert und begonnen hatte, Nachbarn und Verwandten von deren abwesenden Angehörigen im Krieg zu berichten. Das Gerücht über Vangas angebliche Hellsichtigkeit verbreitete sich, und so wurde sie während des Krieges von Soldaten der bulgarischen Besatzungsmacht und lokalen Kleinbauern als Seherin und Heilerin konsultiert. Einer von ihnen war Dimitar Gutscherow, den sie 42 heiratete. Vanga zog mit ihm in seine rund 50 Kilometer weiter östlich gelegene bulgarische Heimatstadt Petritsch unter der Bezeichnung die Hellseherin von Petritsch. Erlangte sie rasch Ansehen, so dass sie 43 auch der bulgarische König Boris III. Aufsuchte, dessen vor zeitigen Tod sie angeblich vorhersagte. Welche Aussagen hat Baba Vanga alles gemacht? Welche sind eingetroffen? Welche sind bedeutend für unsere Zeit? Das werden wir alles noch sehen. Ihr wird zum Beispiel die Vorhersage zugeschrieben, dass der 44. Präsident der USA dunkelhäutig sein werde. Damit ist natürlich Obama gemeint. Dann sah sie das Jahr 2016, dass es das Schicksalsjahr Europas sein würde, hat die blinde Prophetin Baba Vanga zu Lebzeiten die Schwierigkeiten gesehen, die auf den europäischen Kontinent zukommen werden? Neben dem Dritten Weltkrieg, der 2010 kommen sollte, einer nuklearen Verseuchung, die jegliche Flora und Fauna auf der Nordhalbkugel bis 2011 vernichten würde, prognostizierte die 1996 verstorbene Seherin auch, dass Europa im Jahre 2016 aufhören werde zu existieren. Ein Hinweis vielleicht auf den Brexit. Vor allem ist es mit den Jahren auch ein bisschen gelassener zu sehen, also nicht auf bestimmte Jahre festhalten, denn wie wir wissen, im esoterischen Bereich, die universelle Zeit ist doch eine andere wie die auf der Erde. Vielleicht verkünden diese sehr wirklich sei eine ungefähre Zeit. Tatsächlich geht die Prophezeiung der Bulgarin weit darüber hinaus, denn Evangelia Gutscharow, so der bürgerliche Name, weissagte,
dass weite Teile des Kontinents sich in leere Territorien verwandeln werden. Und nochmal zu wiederholen, Baba Vanga wurde zur Prophetin, nachdem ihr Anfang April 1941 ein strahlender Reiter erschien, also visionell, und dieser hatte ihr verkündet, dass bald schreckliche Dinge geschehen werden. Tatsächlich marschierte am 6. April 1941 die deutsche Wehrmacht in Jugoslawien ein. Ihr wird auch die Aussage zugeschrieben, dass der 44. Präsident, wie gesagt, dunkelhäutig sein wird und zugleich der letzte Präsident der Vereinigten Staaten sein werde. Natürlich müsste man überlegen, was mit letzter Präsident gemeint ist. Der letzte dunkelhäutige Präsident? Fragezeichen. Und die Vorhersagen der Baba Vanga sind in jedem Fall mit Vorsicht zu genießen. Nicht selten wird in kryptische Verse hineininterpretiert, was gerade passt. Und wie gesagt, Baba Vanga gilt als Nostradamus des Balkans. Kommen wir erstmal zu weiteren Prophezeiungen von Baba Vanga. Wie gesagt, wenn ich euch Jahre vorlese, dann ist das für mich meines Erachtens nicht wörtlich zu nehmen, weil die universelle Zeit bei Esoterikern, bei Hellsichtigen ist doch eine andere wie die unsere. Plus, minus sind da bestimmt andere Jahre oder numerologisch gesehen. Aber fangen wir mal an. Wie gesagt, 2016, Europa ist fast menschenleer. Das ist ihre Vorhersage. 2018, die neue Weltmacht ist China. Und nach astrologischen Angaben, wie ich recherchiert habe, werden auch die östlichen Länder ab 2023 immer mehr an Macht gewinnen und die werden erfolgreich sein. Dann sieht sie 2023 eine kleine Veränderung im Orbit der Erde, also irgendwie vielleicht eine Polklappenverschiebung, so wie Alois Erlmeyer irgendwie eine Veränderung sah, dass vielleicht bestimmte Kontinente oder Länder ab dem Zeitpunkt wärmer sein werden. Alois Erlmeyer sagte ja voraus, dass irgendwann quasi Deutschland Italien ähnliches Wetter hat. Vielleicht könnte das auch so eine Paralleldeutung sein. Dann sieht sie für 2025, Europa ist immer noch dünn besiedelt. Also es könnte sein, dass bei ihren Jahren so vielleicht man plus 5, 6 Jahre dazu rechnen müsste. Sei dahingestellt, ist nur ein Gedanke von mir. Dann sieht sie für 2028 Entwicklung einer neuen Energiequelle. Die Hungerzeit wird langsam überwunden. Es startet ein benanntes Raumschiff zum Planeten Venus. Dann sieht sie für 2033, dass die Polklappen schmelzen werden. Es geht weiter mit 2043, die Weltwirtschaft blüht auf, die Muslime erobern Europa. 2046, es lassen sich beliebige Organe züchten, der Organaustausch wird langsam zur besten Methode der Heilung. Für 2076, Gesellschaft ohne Klassen, also Kommunismus. Das wird ja von vielen wie Deep State oder irgendwelchen Agenda eigentlich schon vorangetrieben. Dieses bargeldlose Zahlen, eine Art Kommunismus, wie dem auch sein. Im 21. Jahrhundert, eine künstliche Sonne erleuchtet auch die dunkle Seite der Erde. Ich habe ja einen Artikel gelesen, dass die Chinesen, glaube ich, auch jetzt schon experimentieren mit einer künstlichen Sonne. Im Jahre 2111, Menschen werden zu Cyborgs, also halb Roboter, halb Mensch. Das ist doch erschreckend, oder? Oder wie seht ihr das? 2125, außerirdische Signale werden abgefangen. 2130, es werden Städte unter Wasser gebaut aus Vorsicht oder Angst vor den Außerirdischen. Wobei ja dieses Thema umstritten ist. Ich glaube daran, dass es außerirdische Wesen gibt und dass die bereits jetzt schon in Kontakt mit Menschen, NASA, Amerikanern, wie auch immer, sei auch dahingestellt.
Was mich wirklich erschreckt, ist 2154, Tiere werden zu Halbmenschen. Das ist bestimmt wieder so experimentieren in Labors, züchten, dass die das irgendwie doch hinkriegen, mit irgendwelchen Spermien halb Mensch, halb Tiere zu erschaffen, die auch lebensfähig sind. Aber ich sag ja, Science Fiction, alles, was sie uns in Filmen zeigen, versuchen die auch zu realisieren. Also Hollywood ist gefährlich. Achtet auf Filme, aber nicht nur Filme, sondern auch Zeichentrickfilme wie Simpsons. Alles, was da gezeigt wird, wird wahr. Das sind natürlich nicht nur Voraussagen, sondern das ist vielleicht auch eine Masche von irgendwelchen Drahtziehern auf der Welt, dass sie uns versuchen, irgendwelche Sachen zu zeigen, die sie vorhaben zu verwirklichen, weil sie die Macht haben, erstens finanziell und auch, und sie haben natürlich auch die Macht, Einfluss auf uns zu üben, weil sie die ganzen Mainstream-Medien beherrschen, teilweise auch Hollywood. Um nochmal zu wiederholen, 2154 plus minus, sagen wir mal 10 Jahre, Tiere werden zu Halbmenschen. Wirklich erschreckend. Ich sag von mir aus nur schön, dass ich das nicht mit ansehen muss. 2167 eine neue Religion entsteht, kann ich mir durchaus vorstellen. 2170 große Trockenheit auf der Erde. 2183 Marskolonie wird nukleare Macht und verlangt Unabhängigkeit von der Erde. Das muss man sich erstmal reinziehen. 2195 Meereskolonien vollständig versorgt mit Wasser und Nahrung. Im Jahre 2196 eine neue Rasse entsteht, vollständige Mischung aus Asiaten und Europäern. 2201 die thermonuklearen Reaktionen auf der Sonne verlangsamen sich, die Temperatur sinkt. 2221 auf der Suche nach außerirdischem Leben werden die Menschen von etwas Grauenvollem überrascht. Ja, der neugierige Mensch, ne? 2256, auch wenn es ein bisschen utopisch klingen mag, Raumschiffe bringen neue Krankheit auf die Erde. Und da fällt mir eigentlich spontan Elon Musk ein, der versucht ja jetzt schon, natürlich wenn es stimmt, die Erde zu verlassen und einen anderen Planeten zu besetzen, auszuwandern. Aber ich denke mal, wenn es so einen Planeten gäbe, dann hätten uns die Eliten schon längst verlassen. Im Jahre 2262 werden die Orbits der Planeten extrem gestört und verändert. 2271, die physischen Konstanten werden nochmals neu berechnet, weil sie verändert sind. 2279, Energie wird aus dunkler Materie gewonnen. Ein dunkler Stein, irgendwie. Vielleicht ein dunkler Stein, vielleicht irgendetwas anderes. 2288, Zeitreisen, neue Kontakte mit Außerirdischen. Und da fällt mir auch Stephen Hawking ein. Stephen Hawking meinte ja kurz vor seinem Tod auch, dass Zeitreisen jetzt schon möglich sind. Er verriet nicht viel und starb leider. 2291. Die Sonne kühlt ab und stirbt ab. 2296. Explosion auf der Sonne. Die Gravitation ändert sich. Alte Raumbasen und Satelliten fallen. 2299 in Frankreich, Partisanenaufstand gegen den Islam. 2302 neue wichtige Gesetze und Mysterien über das Universum sind aufgedeckt. 2341 etwas Grauenvolles aus dem All nähert sich der Erde. 2354 Unglück auf einer der Sonnen, die der Mensch erschaffen hat. Und auf der Erde entsteht Dürre. 2378, neue, schnell wachsende Rasse.
2480 Zusammenstoß der zwei künstlichen Sonnen, die Erde ist im Dunkeln. Das klingt alles erschreckend, oder? Im Jahr 3005 Krieg auf dem Mars. 3010 Kometeneinschlag auf dem Mond. Um die Erde bildet sich ein Gürtel aus Staub und Steinen. Das Jahr 3797. Bis zu dieser Zeit wird alles Leben auf der Erde sterben. Aber die Menschen werden alles Nötige einsammeln, um in einem neuen Sonnensystem den Neuaufbau zu beginnen. Ist das ein Umzug in einen anderen Planeten? Was denkt ihr? Und die weiteren Vorhersagen der bulgarischen Hellseherin Baba Vanga für die aktuellen Jahre 2022, vielleicht dann 23, 24 und die nächsten Jahre sind wie gesagt auch düster. Sie sagte nämlich viele Naturkatastrophen voraus und das vergangene Jahr hat mit Flutkatastrophen, Waldbränden und anderen Szenarien gezeigt, dass sich auch in der Hinsicht ihre Vorhersagen bewahrheiten. Und mit der Vorhersage hat Baba Vanga vor 13 Jahren aber wohl nicht nur solche Naturkatastrophen, sondern auch Szenarien wie ein Massensterben von Fischen oder ähnlichem gemeint. Auch Forscher sahen bereits Anzeichen für ein Massensterben auf der Erde. Und wenn sie damit nicht nur die Tierwelt meint, womit könnte das zusammenhängen? Was denkt ihr? Vielleicht mit 5G? Vielleicht mit einem Krieg, vielleicht mit Alois Erlmeyers Vorhersagen in Verbindung bringend. Und die bekannte Hellseherin hatte jedoch eine deutliche Vorstellung der apokalyptischen Ereignisse. Dabei werden viele Lebewesen getötet. Nicht nur das, die Überlebenden werden an einer schweren Krankheit sterben. Zieht euch das nochmal rein. Die Überlebenden werden an einer schweren Krankheit sterben, sagte sie. Und ob die Prophezeiungen der bulgarischen Seherin eintreten werden oder nicht, kann uns die Zeit zeigen. Womit es wieder zusammenhängt, ob da irgendwelche künstlichen Krankheiten daran schuld sind, die vielleicht von Menschenhand gemacht werden in irgendwelchen Laboren, oder ob vielleicht die Lösungen von irgendwelchen Medikamenten, Spritzen daran schuld sind, man weiß es nicht. Oder ist es tatsächlich 5G, das bald auf uns zukommt, das dieses Massensterben auslösen wird? Was denkt ihr? Ich würde mich freuen, wenn auch ihr unter meinem Video eure Gedanken dazu schreiben würdet, was ihr denkt. Oder würde mich auf jeden Fall interessieren. Dann bedanke ich mich für das Zuhören. Für weitere Videos könnt ihr mich gerne abonnieren. Bis zum nächsten Video. Tschüss!